Und wie kam es dazu? Mein Kollege und ich, Pascal und ich, waren beide in San Francisco zum Studieren bzw. Arbeiten. Und da wird es sehr, sehr groß gelebt, diese Streetfood-Kultur. Und genau, schau, schon 2 Jahre her, dann haben wir uns zusammengetan und hatten irgendwie so die gleiche Vision und haben dann beschlossen, das umzusetzen. Das war vor genau 6 Wochen oder so und dann ging das relativ schnell. Hi, stell dich doch einfach mal dich und deinen Stand hier vor. Das sind feine Schoko-Kebab und Espressimo. Wir haben eine ganz raffinierte Variante von Süßspeise kreiert. Das basiert auf einem Biskuitteig. Es wird drapiert dann die Schokolade da drauf mit leckerer Sahne und leckeren Toppings nach Wahl. Und dachte, das hört sich irgendwie ganz interessant an und dann sind wir hierher gekommen. Und was haben Sie gerade gegessen? Ich habe ganz schwäbisch Maultaschen gegessen, allerdings die Maultaschen mit Curry, also leicht verfremdet. Ja, yeah, this kind of German burger, I think. Ja, yeah, it's very salty. Also ich bin ja vegan und es ist mein erstes Essen vegan. Wie heißt der? Burger. Laugenburger. Sehr lecker. Kartoffeln. Currywurst mit außenrum Teig. Vorstellung, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Viel los, aber so wie man sich das vorstellt. Und würdest du auch weiterempfehlen, das erste Festival für die nächsten Jahre? Stand jetzt, ja, definitiv. Auf jeden Fall, sehr gut. Und ja, ein bisschen viele Leute, aber das spricht ja eher für das Event. Also ich finde es echt interessant, hört sich auch ein paar leckere Sachen an und ich als Vegetarier habe sogar schon was entdeckt für mich. Also, sieht cool aus. Weil ich bin Inder und ich kann Indisch kochen, da habe ich gesagt, okay, koche ich veganes Indisch essen. Und damit mein Ziel ist, das Herz von den Leuten zu gewinnen, von Tieren. Gefallen hat uns alles bisher auf jeden Fall. Die Leute sind super krass hier. Die Live-Musik ist seit einer Stunde auch sehr schön auf jeden Fall. Die Sonne, Wetter, super geil. Ja, wir sind ausverkauft. Also es sind ja auch irgendwie 8000 Leute gerade hier. Und mit so viel wurde gar nicht gerechnet. Und dadurch war es einfach überwältigend. Und mich würde es freuen, wenn es nicht das letzte Mal war. Und wird es nächstes Jahr nochmal kommen? Ja.